Wir haben eine Vertrauenskrise in Politik, in Marktwirtschaft und in Medien. Jutta Almdinger ist bei mir. Was können wir tun, um diese Vertrauenskrise in diesen Bereichen zu bewältigen? Denn wir haben ja große Aufgaben in der Zukunft. Wir müssen zunächst mal diese Bereiche sehr sorgfältig definieren. Wir haben ja keine generelle Vertrauenskrise. Und dann gezielt in diese Bereiche gehen mit einer Politik des Miteinanders, mit einer Politik des Vertrauens. In Ihrem Buch nehmen Sie das Vertrauen ins Zentrum Ihres Buches, der Diskussion darüber, wie können wir den Herausforderungen der Zukunft begegnen. Warum ist Vertrauen denn so wichtig? Vertrauen ist in einer gewissen Weise der Kitt, wie einzelne Familien, Freundeskreise, die in Deutschland sehr eng sind, mit anderen Freundeskreisen sich andocken. Also wie hat man ein Miteinander, wie ermöglicht man ein Miteinander mit Fremden, mit denen man nicht in täglichem Kontakt steht? Wie entwickelt man so etwas wie ein Vertrauen in Politiker, die man gewählt hat, aber nicht diejenigen, die die Entscheidungen treffen? Wir wählen keine Minister direkt. Das sind die großen Fragen. Und was wir in unseren Untersuchungen, der großen Vermächtnisstudie mit Zeit und Infos gefunden haben, ist, dass in ganz bestimmten Bereichen das, was ich mir von der Welt vorstelle, was ich mir wünsche, sich sehr stark unterscheidet von dem, was ich bei den anderen wahrnehme. Auch wenn die anderen eigentlich meine Wünsche teilen. Also um das konkret zu machen, sie haben eigentlich die gleichen Wünsche, Vorstellungen ihres Lebens, Erwerbsarbeit, Familie, Gesundheit, Digitalität, Klimawandel, wie ich. Aber ich gehe davon aus, dass sie vollkommen andere Werte haben. Und wenn man sie befragt über meine Werte, dann sagen sie, die Almendinger tickt vollständig anders. Und das ist ja ein Puzzle. Bei manchen Teilen ist das überhaupt nicht so. Bei Erwerbsarbeit, da gehe ich davon aus, dass sie gerne arbeiten. Sie gehen davon aus, dass ich auch gerne arbeite. Aber fragen Sie mal über das Gesundheitssystem. Fragen Sie mal über die Vereinbarkeit. Fragen Sie mal über Solidarität. Da liegen wir extrem weit auseinander in unserer Wahrnehmung, aber eigentlich gar nicht in unserer Einschätzung. Und das ist das, was wir als Vertrauenskrise definieren und wo wir jetzt hin und her bohren, um zu sehen, bei welchen Menschen ist diese Vertrauenskrise besonders groß, bei manchen ist sie weniger groß, in welchen Feldern manifestiert sie sich und in welchen Feldern sehen wir sie gar nicht. Insofern ist das Buch überhaupt gar kein Krisenszenario. Es ist eher ein positives Buch, wie man solche Vertrauensfragen aktiv angehen kann. Wenn wir mal gucken, wo dieser Begriff auch noch verwendet wird, dann können wir ein ganzes Stück zurückgehen. Buch Jesaja in der Bibel. Vertrauen ist der Anfang von allem. Ja. Wenn man das rumdreht, heißt das auch, wenn es eine Vertrauenskrise gibt, Sie sagen auch nur in bestimmten Bereichen, wenn Vertrauen missbraucht wird. Mhm. Es gab ja eine Bank, die mit diesem Spruch geworben hat, die hat dieses Vertrauen missbraucht. Ja. Dann wird es aber ganz schön schlimm. Und das ist ja auch eine Frage unserer gesellschaftlichen Situation zur Zeit, ob es nicht auch ganz bewusst Versuche gibt, Vertrauen zu missbrauchen. Oh, davon haben wir ja Bücher zu füllen über diesen Missbrauch des Vertrauens. Also wenn Sie jetzt beispielsweise Versuche sich anschauen, die Corona-Krise und Migrations- oder Asylprobleme zusammenzubekommen, dann ist das ja tatsächlich eine Kapitalisierung des Misstrauens mit einer gleichermaßen massiven Erhöhung des Misstrauens. Und das ist für eine Gesellschaft absolut schädlich. Wenn Sie sehen, wie die Flüchtlingskrise 2015 benutzt wurde und erfolgreich benutzt wurde, um politische, populistische Parteien nach oben zu bekommen, dann ist das für eine Gesellschaft sehr, sehr schädlich. Das ist wie so ein kleiner Virus, der sich dann ausbreitet, weil bewusst Unwissen auch gesät wird. Das, was wir jetzt gerade erleben, Sie haben Corona angesprochen. Wir wollen das jetzt nicht zu sehr ausweiten, weil das überall jetzt eine große Rolle spielt und schon oft besprochen worden ist. Aber auch da geht es ja eigentlich darum, Vertrauen zu schenken. Wenn wir jetzt die Politik mal in den Fokus nehmen, einer der Bereiche, wo Sie sagen, da wird Vertrauen verloren zurzeit, da gibt es eine Vertrauenskrise, dann heißt das doch, ich muss auch als Politiker, als Verantwortlicher ganz sicher sein, dass das, was ich sage, dieses Vertrauen, was ich ausstrahlen will, auch wirklich eingehalten werden kann. Die Verantwortung ist ja riesig. Ja,
Corona ist ein hervorragendes Beispiel. Das gab es noch nicht, als ich das Buch geschrieben habe, zusammen mit Jan Wetzel. Aber das ist ein wunderbares Beispiel, wo man die unterschiedlichen Vertrauensdimensionen zusammenbringen kann. Ich muss ja erst mal meinen Mitmenschen vertrauen. Ich muss ja ihnen vertrauen, dass, wenn sie Anzeichen haben von Corona, sich melden und zu Hause bleiben, in Quarantäne gehen, auch durchaus freiwillig in Quarantäne gehen. Das heißt, es setzt ein Misstrauen oder es setzt ein Trauen, Vertrauen zwischen allen Mitbürgern sozusagen voraus. Es setzt ein Vertrauen voraus, dass die Politik, dass die Wirtschaft das unter Kontrolle haben, dass mein Einzelhandelsgeschäft nicht kaputt geht, wenn ich beispielsweise ein Messebauer bin. Ich wäre jetzt heute bei der Leipziger Buchmesse und ich brauche das Vertrauen in die Wirtschaft, dass ich in der einen oder anderen Weise dafür eine Kompensation erfahre. Und ich brauche ein Vertrauen in die Politik, dass sie eine präventive Maßnahmenkataloge sozusagen ergreift. Und ich finde, dass in diesem Beispiel wir eigentlich gar kein Vertrauensproblem haben, weil Frau Merkel sich im Gegensatz zu anderen Politikern hinstellt und sagt: Achtung, Leute, wir haben gelernt aus China, wir haben gelernt aus Italien, dass wir tatsächlich frühzeitig anfangen können und dass wir wissen, dass kleine Mengen von Infizierten, und in Deutschland haben wir noch relativ kleine Anzahlen von Infizierten, sich exponentiell verbreiten. Es ist also nicht so, dass wir jeden Tag 50 mehr haben, sondern es ist ein exponentielles Wachstum. Und deshalb müssen wir A, B, C machen, um Zeit zu gewinnen, um Krankenhäuser, um Ärzte nicht zu überlasten. Sie würden das von einem Herrn Trump nie hören. Nie. Gutes Stichwort, diesen Namen zu erwähnen. Wir haben jetzt ein Einreiseverbot in die USA für Europäer. Das wird damit begründet, dass man sagt, in Europa haben die das nicht im Griff. Das sagt der amerikanische Präsident. Er sagt damit gleichzeitig, ihr könnt mir vertrauen, dass ich die Richtigen nicht mehr ins Land lasse, in diesem Fall, die möglicherweise infiziert sind. Das kann er nicht hundertprozentig kontrollieren. Da könnte es ja sein, dass ein Vertrauen in 1, 2, 3 Wochen, in 1, 2 Monaten nicht mehr existiert, weil man sagt, ja, der hat das ja trotzdem nicht geschafft. Das ist vollkommen richtig. Er geht damit sozusagen eine Ausweichstrategie ein, die erstens wissenschaftlich unlauter nicht gehalten werden kann, weil es so nicht ist. Sie haben mit Sicherheit schon, und wir wissen das, in vielen Gebieten in Amerika Infizierte. Und wenn er nicht in Amerika first, wie er sonst immer sagt, wenn er da nicht vorgeht, sondern jetzt die bösen anderen und seinen Krieg gegen Europa auf diese Art und Weise fortsetzt, dann schadet ihm das, ich sage jetzt nicht hoffentlich, aber es schadet ihm potenziell sehr. Aber ist das nicht ein typisches Kennzeichen von Populisten, was ja kein neues Phänomen ist, dem anderen zu sagen, du kannst mir vertrauen, indem ich einen anderen von mir wegschiebe und sage, dem kannst du nicht vertrauen, sondern nur mir. Ist das nicht ein typisches Machtinstrument? Es ist ein typisches Machtinstrument, welches man auch über die Geschichte der Menschheit immer wieder kennt, dass man sozusagen selbst behauptet, mir und nur mir ist zu vertrauen. Was ich daran schade finde, ist, dass man ja oft nicht dann im Nachhinein sich überlegt, hat es eigentlich gehalten oder nicht. Also ich bin mir gar nicht sicher, ob das Herrn Trump so schaden wird, wenn jetzt in 3 Wochen in Amerika die Entwicklung genauso verläuft, wie es jetzt in Italien beispielsweise verlaufen ist oder in China verlaufen ist. Und damit rechne ich ehrlicherweise. Das nutzt überhaupt nichts, dieses Flugverbot oder Einreiseverbot. Wir sprechen ganz oft gerade im Blick auf die Zukunft von der Situation, dass Globalisierung, dass Digitalisierung, das große, schwierige, aber für alle Menschen sichtbare Phänomene für die Zukunft eine große Rolle spielen, die heute schon eine große Rolle spielen, aber vor allen Dingen auch in der Zukunft. Für diese Veränderungen muss ich bei den Menschen Vertrauen erzeugen können, vor allen Dingen als Politiker, aber auch in den Medien, auch in der Marktwirtschaft, auch die Wirtschaftslenker müssen das. Gelingt das oder koppelt sich da im Zweifelsfall ein Teil der Gesellschaft ab? Sie sprechen ja auch von einer Teilung der Gesellschaft. Also in diesem Buch auf der Grundlage der Daten, die wir haben, das sind sehr gute, sehr verlässliche Daten, ein sehr, sehr großer Datenschatz, sehen wir, dass die Menschen in diesem Bereich digitaler Veränderungen, technischer Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt,
tatsächlich kein Vertrauen generieren. Sie haben so ein Pseudo-Vertrauen. Ich unterscheide ja immer bei so transformativen Prozessen drei unterschiedliche Reaktionsweisen. Das eine ist, dass man einfach einfriert, dieses Freezing. Man tut so, als ob überhaupt nichts wäre. Die anderen sind jene, die also so fighten. Beim Corona würde man sagen, das sind die Hamsterkäufe. Bei der Digitalisierung würde man sagen, das sind jene, die dann die ganzen Fortbildungen machen, die neuen Programme lernen. Und die anderen, das sind diejenigen, die die Flucht ergreifen. Bei Corona wäre es jene, die halt so einfach zu Hause bleiben und versuchen, sich abzuschotten. Um auf die Digitalität zurückzukommen, sind jene, die ein sehr geringes Ausgangsniveau haben an Bildung, an Weiterbildung, die sehr prekäre berufliche Positionen haben, jene, die dieses Freezing zeigen, die also einfach so tun, als ob gar nichts wäre. Die konkrete Frage lautet da, könnte man ihre Arbeit durch Maschinen ersetzen? Könnte man ihre Arbeit digital transformieren? 3% dieser bildungsarmen, in prekären Beschäftigung seienden Personen sagen ja. Das heißt, die meisten schotten das einfach brutal voneinander ab. Personen, die in internationalen Firmen tätig sind, die eine gute Ausbildung haben, wie Sie, wie ich, die sagen, das ist ein ernstzunehmendes Problem und wir müssen uns jetzt aufstellen, dass wir morgen da sind, wo wir sein wollen. Jetzt fragen Sie nach der Politik. Und meine Antwort ist, die Politik kann gerade hier enorm viel machen. Nehmen Sie eben nicht warten darauf, dass man sagt, ihr Kinderlein kommt und fragt mal nach, ist mein Job gefährdet, sondern dass sie zu den Personen aktiv geht, so etwas wie Digitalitäts- und Digitalisierungsberater und ja in einer gewissen Weise Coaches aufsetzt, in einer gewissen Weise, wenn Sie mir diesen Vergleich erlauben, zu dem Gesundheitssystem, welches mir seit dem Alter von 50 immer einen Mammographietest zuschickt. Er kommt bei mir in den Briefkasten, sagt da und da und da, es wird mal wieder Zeit und gehen Sie dahin. Und ich finde, so etwas könnte man durchaus auch bei einer Transformation machen unseres Arbeitsmarktes, wo wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sehr gut wissen, zumindest auf eine Dauer der nächsten 2 bis 5 Jahre, welche Berufe sich massiv abbauen werden. Denken Sie an die ganzen Bankberufe und welche Berufe sich massiv aufbauen werden. Denken Sie an die ganzen personennahen Beschäftigungsverhältnisse. Und da müsste eigentlich Vertrauen oder für Vertrauen geworben werden aus der Politik. Nun sehen wir aber, dass das zum Beispiel sehr viel damit zu tun hat, wie die soziale Situation der Menschen in der Gesellschaft ist. Ja. Dass das sehr viel damit zu tun hat, wie Bildung verstanden wird, wie weit ich mit Bildung in Schichten vorstoßen kann, die eigentlich nicht bildungsfremd sind oder entfernt sind, aber zumindest nicht diese gleiche Bildung erlangen. Jetzt sind Sie ein paar Jahre in den USA gewesen und Sie beschreiben ja auch Situationen, in denen Sie Menschen an einem Strand kennengelernt haben. Da würden wir jetzt sagen, das sind wahrscheinlich Obdachlose gewesen, war aber gar nicht so. In der Tat war ich vor 2 Jahren, das war wunderbar, auserwählt am Thomas-Mann-Haus in Kalifornien einige Monate zu verbringen. Und ich durfte auch in der Delegation sein von Herrn Steinmeier, der dieses Haus eröffnet hat. Und man kam da natürlich sehr früh dann raus aufgrund von Zeitumstellungsproblemen. Und ich bin da am Strand entlang gelaufen. Jetzt ist es ja nicht besonders sozusagen erstaunlich, dass am Strand in dieser Bay Area Obdachlose liegen. Und insofern bin ich da weitergelaufen, habe keine besondere Beachtung geschenkt. Als ich zurückkam, sahen diese 2 Männer so aus wie Sie. Also etwas jünger, wenn ich sagen darf. Also sie waren so 29, ich war es nicht, 30. Aber sie hatten tatsächlich ein Jackett an und kämmten sich die Haare. Und man hat ja bei diesen Obdachlosen immer so, ja, diese Stereotypisierungen, dass die entweder krank sind, also sick, drogenabhängig, oder dass sie faul sind, sie wollen eben nicht erwerbstätig sein. Aber man denkt eigentlich viel seltener daran, dass das System etwas verschuldet. Und bei denen war das tatsächlich so, als ich sie fragte, what are you up to? Dann gaben die mir also hochgebildete Antworten. Sie sind nämlich Lehrer und müssen jetzt in ihre erste Klasse, in ihre erste Stunde, die sie unterrichten. Und das hat mich völlig verwirrt. Und dann bekam ich die Antwort, ja,
Sie haben diese ja auch akademische Ausbildung gemacht, aber können in dem ersten und im zweiten Jahr ihrer Erwerbstätigkeit als Lehrer oder auch als Lehrerinnen nicht so viel Geld verdienen, dass sie sich eine Miete leisten können in dieser ja in der Tat sehr teuren Mietgegend. Wenn man das jetzt wieder auf Deutschland überträgt, dann führt uns das sofort zu einer Vertrauenskrise. Wir gehen alle davon aus, und damit sind wir groß geworden, davon sind die Generationen und die Generationen vor der letzten Generation mit groß geworden, dass wir, wenn wir uns ausbilden, wenn wir eine Berufsausbildung abgeschlossen haben, wenn wir Vollzeit erwerbstätig sind, davon auch leben können. Und zwar nicht nur hier und jetzt, sondern auch in der Rente. Und dieses Versprechen, das wird massiv gebrochen und von daher ist das vielleicht nicht besonders erstaunlich, dass wir in diesem Buch auch sehr viel über Erwerbsarbeit und das Vertrauen gebrochen diesbezüglich reden. Haben wir umgekehrt aber einen enormen Sozialetat. Warum ist das so ineffektiv offenbar? Warum befinden wir uns, wie Sie gerade gesagt haben, gerade in solchen Bereichen, was das Wohnen anbetrifft, was ungeheuer teuer geworden ist in den letzten Jahren in Deutschland, in einer Situation, wo Menschen sich bestimmte Dinge gar nicht mehr leisten können, nur weil sie irgendwo wohnen müssen? Ja. Wir müssen da ein bisschen sauber, finde ich, in der Definition sein, weil nähere Gespräche mit diesen Zweien ja durchaus zeigten, dass sie eine Wohnung haben. Diese Wohnung war nur so weit weg. Also so weit ist in Amerika ehrlicherweise nicht sehr weit. Es waren 30 Meilen. Mhm. Aber Sie können in der Region San Francisco, Los Angeles für 30 Meilen lässig 5 Stunden brauchen. Das heißt, die An- und Abfahrt von der Wohnung zum Arbeitsplatz war schlichtweg nicht möglich. Und deshalb schliefen sie dann unter der Woche am Strand. Und auch wenn wir hier über viele Personen, die in Berlin obdachlos sind, sprechen, haben die durchaus Wohnungen, die aber nicht am Arbeitsplatz sind. Das ist eine Entwicklung, die wir zunehmend hier sehen. Das ist sozusagen eines, das Mismatch von Wohnung und Arbeitsplatz. Das andere ist, dass wir in Deutschland, das hatte ich eben schon kurz angedeutet, eine enorm hohe Zahl von Personen haben, die mehr als einen Job machen müssen, um überhaupt von dem Einkommen dann leben zu können. Auch die haben das ganz schön schwer, die Wohnstätte mit den 3 Arbeitsstätten zu verbinden. Und dann kommen natürlich auch diese Mietsteigerungen, die bei vielen, gerade Niedrigverdienern, oft diese 40%-Schwelle da crashen. Und wenn ich 40% von meinem Nettogehalt ausgeben muss für Miete, kann man sich leicht vorstellen, dass für die anderen Bedarfe des Lebens nicht viel übrig ist. Was folgt daraus? Wir müssen an allererster Stelle tatsächlich sauber definieren. Wir müssen schauen, dass wir Sozialwohnungen, leistbaren Wohnraum erstellen. Und um dann nochmal auf die Vertrauensfrage zu kommen, wir müssen ein ganz großes Ausrufezeichen setzen, dass diese erschwinglichen Wohnungen nicht irgendwo abseits sind in Städten, in Ghettos, sondern dass sie in den Vierteln der Mittelständler liegen. Aber dann haben wir ja eigentlich eine Spaltung, so wie Sie das beschreiben, in 2 Bereichen, nämlich einmal bei der Bildung und in der sozialen Frage, nämlich in der Frage, wie kann ich meinen Lebensunterhalt finanzieren und welche Teile werden quasi, so wenn Sie es jetzt sagen, beim Wohnen schon in Trabantenstädte ausgesiedelt oder müssen wohnen in Bereichen, wo man nicht mehr mit anderen sozialen Milieus zusammenkommt. Das ist ja der Fall und das ist etwas, was enorm zu diesen Vertrauenskrisen beziehungsweise entgegensteht, diese Vertrauenskrisen zu überkommen, weil wir zu dem Ergebnis kommen, wie eine massive Literatur sozialpsychologischer, psychologischer Art, dass wir Vertrauen in andere Menschen nur dadurch erreichen können, dass wir ihnen vielleicht jetzt nicht so wie wir zwei, dass man sich gegenüber sitzt, dass man die Möglichkeit hat, sich überhaupt zu sehen, dass man die Möglichkeit hat, sich auszutauschen. Das heißt, dieses Miteinander auf Augenhöhe, welches eine zu große Ungleichheit eben verbietet, führt dazu, dass man eine Person als Person wahrnimmt und nicht als irgendwie ein Mitglied der Gruppe, die in sich maßlos stigmatisiert ist. Und Sie haben ja das Beispiel von mir und diesen Obdachlosen gebracht. Ich bin an denen vorbei. 2 Stunden später habe ich sie ganz anders wahrgenommen und habe eigentlich 4 Monate mit den beiden verbracht. Wir müssen uns ja auch fragen, ob wir Werte, die Sie ja jetzt fordern, nämlich den Wert, Menschen gerecht zu behandeln,
sozialen Ausgleich zu forcieren, Bildungsausgleich zu forcieren. Wie weit wir diese Werte, die ja eigentlich Werte sind, die der Gemeinschaft und der Gesellschaft allen klar sein müssen, wie weit wir die verloren haben. Es gibt ja so in der Pädagogik immer die Frage, was gebe ich der nächsten Generation weiter? Der große Pädagoge Schleiermacher hat ja davon gesprochen, Erziehung heißt eigentlich die Frage, sich zu stellen, was will ich der nächsten Generation weitergeben? Warum funktioniert das aber offenbar nicht mehr? Es funktioniert, diese Weitergabe in die nächste Generation. Wir haben ja auch das in dieser Vermächtnisstudie untersucht. Wir haben ja immer gesagt, wie leben Sie und was würden Sie gerne der nächsten Generation weitergeben? Das war ja ein Hauptbestandteil dieser Untersuchung. Die meisten wollen der nächsten Generation, naja, sagen wir mal, ein reflektierteres Leben weitergeben. Also Männer sagen oft, ältere Männer sagen oft, ich möchte der nächsten Generation, meinem Sohn unbedingt weitergeben, sich mehr um die Kinder zu kümmern und nicht diese Phasen zu überspringen. Und dann hat man diese 40-Jährigen und weiß gar nicht, wie sie klein waren. Also diese Fragen haben wir gestellt. Und was wir gesehen haben, ist, dass die meisten Menschen durchaus in der Lage sind, sich zu korrigieren. Also wenn man Sie fragen würde, was würden Sie anders machen, wenn Sie noch mal leben würden? Da würden da tatsächlich Korrektive einsetzen. Ich hatte eines schon gesagt. Dass aber andererseits das wieder sehr stark davon abhängt, in welcher Gegend Sie wohnen, Stadt, Land, welche Erfahrungen Sie gemacht haben, welche Bildung Sie haben, welche Berufe Sie haben und ganz wichtig, welche Freundeskreise Sie haben. Das heißt, ich kann das gar nicht so generell beantworten, wie Sie das gefragt haben. Und ich könnte auch gar nicht sagen, dass die Werte nicht weitergegeben werden oder dass sie nicht erfolgreich weitergegeben werden. Es sind halt unterschiedliche Werte, die weitergegeben werden, was als solches gar kein Problem ist, wenn man die Toleranz hat, mit unterschiedlichen Werten sich auch auseinanderzusetzen. Ganz wichtiger Punkt bei Ihnen ist die Frage, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft spielen sollen. Sie sagen also, eine Frau soll Erwerbstätigkeit ausüben. Sie haben selber die Erfahrung gemacht, dass das nicht unbedingt so furchtbar angenehm für Sie war, weil das kritisiert wurde. Sie haben Ihr kleines Kind mitgenommen als Professorin und dann hat man gesagt, das muss ja jetzt nicht unbedingt sein in die Vorlesungen. Was ist denn da für eine Barriere? Wir sagen ja alle, wir haben da gar kein Problem mit, aber offenbar gibt es ja noch Probleme. Das sagen nicht alle, das sagen Sie vielleicht, aber alle sagen ich habe kein nicht. Problem damit. Aber ja, aber Sie haben gesagt, das sagen alle. Es gibt viele, die da ein Problem mit haben, ja. Ja, also. Und Sie haben es selber erlebt. Also jetzt sagen wir mal, ich muss jetzt erst mal eines korrigieren. Ich habe noch nie gesagt, Frauen sollen arbeiten. Mhm. Das sage ich nicht. Ich sage nur, dass unser Sozialstaat so aufgesetzt ist, dass Frauen arbeiten müssen, wenn sie eine eigene Sicherheit für ihr Leben erarbeiten wollen. Das hat sehr viel mit der Transformation des Unterhaltsrechts zu tun, welches sagt, nach einer Trennung, und die Trennungen sind häufig, wie wir alle wissen, müssen sie nach 3 Jahren auf eigenen Füßen stehen. So, ganz einfach. Wenn man sozusagen das richtig macht, was die Sozialgesetzgebung uns vorgibt, geht gar nichts daran vorbei, dass man erwerbstätig ist. Was wir auch finden, ist, dass viele Frauen sehr gerne erwerbstätig sind. Ja, ist auch ein psychologischer Faktor. Und was wir als drittes finden, ist, dass Frauen eben nicht zu den Konditionen von Männern erwerbstätig sein wollen. Dass sie sagen, also, wenn ich ein Kind habe, dann will ich mich auch darum kümmern. Wenn ich Eltern habe, dann möchte ich mich auch um die sorgen können. Ich möchte auch Freundeskreise pflegen können. Warum soll ich in diesen Zeiten, die mir so viel an Produktivitätsgewinn schenken, da Vollzeit durchrattern und die besten Zeiten meines Lebens damit sozusagen ausradieren? Also zumindest retrospektiv. Mein Sohn sagt immer, Mama, warum soll ich denn warten, um dann im Alter von 67 in Rentnerbussen das erste Mal die Welt zu sehen? Also das will ich doch jetzt tun. Also das zu der Erwerbsarbeit. Jetzt sind Sie auf mein Beispiel gekommen. Das kann man, glaube ich, nur verstehen, wenn man den Hintergrund von mir kennt. Ich habe in Amerika studiert. Ich habe an sehr guten Universitäten studiert. Und in Amerika hat man nicht dieses System, dass Frauen freigestellt werden nach der Geburt. Das ist also, wir haben keinen amerikanischen Wohlfahrtsstaat in dem Sinne eines deutschen Wohlfahrtsstaates. Das heißt, die hochprädikats ausgezeichneten Professorinnen von Harvard kamen mit ihren Säuglingen
in den Unterricht. Und ich fand das also super. Ich fand es echt super, wie im Allgemeinen ja diese Trennung von Beruf und Familie, zumindest an amerikanischen Universitäten, bei weitem geringer war als hier. Ich wurde ständig zu den Profs eingeladen. Das lag nicht an mir, sondern das machte man so. Und ich kam da, das war 1992, kam da nach München und dachte, das ist doch eine leichte Geburt. Machen wir weiter so. Leichter junger Herr, den ich da auf die Welt gebracht habe. Ich ermögliche den Studierenden, kein Semester zu verlieren und bin da also mit diesem Baby da rein. Der hat auch gar nicht gebrüllt, also es ist nicht so, dass er den Unterricht gestört hätte. Aber kann ich mir bei Ihnen noch gar nicht vorstellen. Ach, mein Sohn ist schon in der Lage, mittlerweile Unterrichte zu stören. Aber damals war er noch sozusagen so leicht zu handeln. Jetzt war ich darauf nicht vorbereitet, dass das Irritationen hervorruft. Ich muss sagen, jetzt über die, das ist jetzt ja doch, sind 30 Jahre her, ich bin nach wie vor maßlos frustriert davon, dass das ja nicht nur vor 30 Jahren so war, sondern dass Untersuchungen von Lena Hipp und anderen des Wissenschaftszentrums für Sozialforschung, also der Institution, die ich leiten darf, finden, dass wenn sie Bewerbungen rausschreibt an ganz, ganz viele Unternehmen und die sind absolut identisch zwischen Männern und Frauen. Und es gibt nur zwei Unterschiede, einmal Mann-Frau und einmal 2 Monate Elternzeit und einmal 10 Monate Elternzeit. Dann wäre bei Ihnen gar kein Unterschied festzustellen. Sie würden genommen werden, ob Sie 2 Monate nehmen oder ob Sie 10 Monate nehmen. Bei Frauen werden diejenigen, die 10 Monate Elternzeit genommen haben, wesentlich eher genommen als die 2-monatige. Das heißt, Ihr Münchner Beispiel trifft heute noch zu. Wenn wir dann fragen, warum ist das so, dann sind diese Frauen mit 2 Monaten zickig. Sie sind überambitioniert. Sie sind also nicht richtig nett und so weiter. Mit denen will man es eigentlich nicht zu tun haben. Ja, also wir haben immer noch in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern wie der Schweiz, wie in Österreich, dieses Ideal einer guten Mutter, welches ja historisch gute Gründe hat. Wir kommen noch mal zum Vertrauen zurück. Sind Sie optimistisch, dass wir gerade in den Bereichen, die wir am Anfang besprochen haben, den Vertrauensverlust, die Vertrauenskrise überwinden werden und einen gesellschaftlichen Konsens finden werden, dass wir tatsächlich auch diese Spaltungen der Gesellschaft überbrücken? Wenn man das als eine zentrale, und ich finde es Vertrauen ist, da bin ich ja Ihren Fragen zumindest, ich weiß nicht, wie Sie darüber denken, aber so wie Sie fragen, ist das auf einer Linie, dass das eine ganz zentrale Währung unseres Miteinanders ist. Und ich denke, dass wir bei den Bereichen, wo es bröckelt, sehr viel tun können, um dieses Vertrauen, welches viele Menschen noch haben, nicht nur zu erhalten, sondern dass wir verlorenes Vertrauen auch wieder zurückgewinnen können. Das verlangt allerdings Ehrlichkeit, konzentrierte und konzertierte Aktionen von allen und eine ganz bewusste Politik, die über alle Ressorts gleichermaßen durchgeht. Ja. Ich bin keine Krisenfrau. Also ich denke und suche immer nach Lösungen gesellschaftlicher Probleme. Welch schöner Ausblick. Vielen Dank vor allem, Dinger, dass Sie bei mir waren. Dankeschön. Bitteschön.